Russland plant den Bau von 6 neuen dieselelektrischen U-Booten Warschawianka Projekt 636.3 für seine Nordflotte. In dieser Ausgabe erzählen wir Ihnen über die Besonderheiten dieses Projektes und wie gut die Submarinen sich im Einsatz bereits bewährt haben. Am 31. Oktober 2015 verschwand ein Airbus A321 der russischen Fluggesellschaft Gagarin Air während des Flugs von Sharm el-Sheikh nach St. Petersburg vom Radar. Das geschah nach 23 Minuten nach dem Start, als die Maschine über Sinai-Halbinsel flog. Keiner der 224 Menschen an Bord hat überlebt. Der Grund war eine selbstgebastelte Bombe, die von einem ägyptischen Flughafenangestellten ins Gepäck geschmuggelt wurde. Am 2. November nahmen die Agenten des russischen Auslandsgeheimdienstes in Jemen zwei mutmaßliche Terroristen fest, die unter anderem gefälschte UN-Dokumente hatten. Beide Mörder wurden später mit Unterstützung iranischer Spezialdienste an Russland ausgeliefert. Die Zunken beider Täter haben sich schnell gelöst und die Geheimdienste erfuhren, was die ISIS-Führer dadurch beabsichtigt hatten. Inoffiziellen Informationen zufolge fand die erste Vergeltungsmaßnahme am 17. November auf Anordnung des russischen Präsidenten statt. Trainingsbasen und Hauptquartiere in der Nähe von Raqqa in Syrien wurden vernichtet, als ein Unterseeboot des Projektes 636 Rostov am Don der russischen Schwarzmeerflotte sie beschossen hat. Am 8. Dezember 2015 führte dasselbe U-Boot einen zweiten Angriff mit Marschflugraketen Kaliber PL von einer Unterwasserposition aus. Es war der erste offiziell anerkannte Kampfeinsatz russischer Marschflugkörper von einem U-Boot aus. Danach erklärte die russische Militärführung, dass diese Hochpräzisionswaffen, auch nukleare Sprengköpfe, tragen können. Es ist klar, dass die Vergeltungswaffe zur Terrorismusbekämpfung überflüssig ist. Aber sie ist eben für sogenannten Entscheidungszentren bestimmt. Die im Schwarzen Meer stationierte U-Boote führen während der Syrien-Kampagne insgesamt 40 Kaliber-Raketenangriffe durch und trafen dabei 12 Ziele. Der Befehlshaber der US-Marine in Europa und Afrika äußerte die allgemeine Angst des Westens davor, dass diese Raketen jede europäische Hauptstadt ins Visier nehmen können. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Russen ihre nukleare Version nicht einsetzen würden, räumte aber ein, dass die Bedrohung erheblich sei. Der Grund für NATO-Sorgen ist nicht nur das Potenzial der Kaliber-Raketen, sondern auch die Besonderheit der U-Boot-Klasse Warschawianka. Sie verfügt über eine beeindruckende Tarnfähigkeit, die es ihnen ermöglicht, die Verteidigungslinien heimlich zu umgehen. Im Frühjahr 2021 verschwand ein U-Boot Rostov am Don von Unterwasserortungsgeräten, wo gerade seine Route im Mittelmeer von der US-amerikanischen und der israelischen Marine streng überwacht wurde. Das dauerte eine Woche lang, aber es ist bekannt, dass das U-Boot immer in Verbindung mit dem russischen Commander stand. Bei dem Projekt 636.3 handelt es sich um die dritte Generation dieselbetriebener U-Boote, die auf der 1982 für die Länder des Warschauer Pakt exportierte Projekt 877 EKM basieren, daher der Name Warschawianka. In der westlichen Presse wurde dieser Typ wegen seiner Fähigkeiten als schwarzes Loch bezeichnet. U-Boote werden von langsam laufenden Elektromotoren angetrieben und überschreiten keinesfalls einen Geräuschpegel von 50 Dezibel auf See. Das U-Boot kann ein Ziel in einer 3- bis 4-mal größeren Entfernung aufspüren, bevor es geortet werden darf. Es hat auch einen besonders stromlinienförmigen Doppelrumpf aus Titanstahl mit spezieller Gummibeschichtung, einziehbare Ruder und stoßdämpfender Motorplattformen. Diese U-Boote schützen Marinestützpunkte. Aber sie können auch andere U-Boote und Schiffe angreifen, sowie Aufklärungs- und Patrouillenfahrten im fremden Gebiet durchführen. Die geplante Verstärkung der Nordflotte durch 6 neue U-Boote dieses Projekts ist ein Beweis dafür, dass Russlands militärische Aktivitäten für den Schutz der Verteidigungslinien in der Arktis bestimmt sind.